Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arcanum. Ich bin hier immer noch auf der Insel Thanatos und wir sind gerade dabei, zum Ziel durchzumarschieren. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. So ganz überzeugt bin ich davon nicht. Aber, naja. Werden mal sehen. Irgendwie muss ich durch diesen Dschungel durch. Zumindest gibt es hier Gegner, die mir zeigen, dass ich hier wahrscheinlich nicht ganz falsch bin. Weil welcher Programmierer stellt denn Gegner hin, wo sie nicht gebraucht werden? Deswegen nehme ich die jetzt mal als. Da ist schon wieder einer. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Genau so muss man es diesen Bastarden. Ich meine, guter Treffer, Madame. Ja, aber auch, ne? Sowas von. Da ist der nächste. Welchen Level hast du? Level 25? Jo, das hat der nicht überstanden. Gut. Und geht's hier immer noch nicht raus? Ja, Kreiz, Kuckuck. Hallo. Ein beeindruckender Angriff. Jo, Velaya macht inzwischen hier so ziemlich alles alleine. Das ist. Okay, so, ich brauche die Lernpunkte. Ein beeindruckender, genau so muss man es diesen Bastarden. Ich meine, guter Treffer, Madame. Gell? Ja. Was ist das hier? Abfallhaufen? Was mag das wohl mal gewesen sein? So. Davon gebe ich ihm hier ein paar von den Kugeln. Hallo. Inventar. 100 Kugeln waren es. Ja gut, und du kriegst. Nee, die behalte ich. Und Jaina soll das Allheil. Nee, das ist nicht Jaina. Warte mal, was hat denn der da? Unidentifizierter Ring? Warte mal, Jaina ist das hier. Zwei unidentifizierte Ringe. Warum schleppst du Gold mit dir rum? Das brauchst du doch nicht. Nimmt nur Platz im Inventar weg. So. Tja, kein Weg dahin. Das sieht vielversprechend aus, aber wie komme ich da rüber? Gar nicht, da war ich schon. Ja, hättest du gern, ne? So. Ein beeindruckender Angriff. Ist schon recht. Dann versuchen wir es mal hier. Also haben wir irgendwo muss es doch da wieder rausgehen. Da war ich gerade, oder? Wenn das jetzt hier länger dauern sollte, dann schneide ich das Video entsprechend zusammen, weil. Ich habe jetzt keine Lust, da jetzt eine halbe Stunde lang Dschungel zu zeigen. Aha, hallo, ich sehe nichts. Hallo. Das ist blöd. Warte mal. Das ist echt. Das ist dummig. Ja, müssen Sie jetzt halt mal ohne mich machen. Und nun? Das war jetzt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das korrekt war hier. So, egal. Aha. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Ein Wer hat die Kokosnuss beeindruckender Angriff. geklaut? Und die ganze Affenbande brüllt. Irgendwie so ging das doch. Das erinnert mich hier gerade spontan. Da drüben ist noch mehr los, gut. Babyaffe, Affenschwärmer, irgendwie, keine Ahnung. Da hinten. Brüllen tun sie wie die Großen. Ja. Aber wie geht's hier raus? Mal da draufklicken, mal gucken. Nee, die wollen nicht dahin. Ach, Nerv.
Ja, warte mal, das sieht doch. Geht das? Geht nicht. Hallo. Geh mal dahin. Darüber, also ich glaube, das werde ich ordentlich zusammenschneiden müssen, weil das ist ja hier, das ist ja gerade gar nichts. Okay, da gibt's wieder Action. Es lockert Nachholbedarf, so wie es ausschaut. Genau so muss man es diesen Bastarden. Ich meine, guter Treffer, Madame. Okay, die werden weiter. Zumindest geben mir die das Gefühl, nicht völlig falsch zu sein. Eben weil ich annehme. Naja. Da kann ich annehmen. Ah, da geht's raus. Na, endlich. Meine Güte. Wie lange habe ich jetzt da? Schon 7 Minuten. Ja gut, ich glaube, da schneide ich noch nichts raus. Das ist noch erträglich. Was ist denn das hier? Sieht nach Ziel aus. Das speichere ich nicht, dass ich jetzt Mist baue und wieder durch den ganzen Dschungel durchrennen darf. So. Rein da. Wer bist denn du? Elfenzauberer. Was wollt ihr von mir? Ich habe diese Insel nicht wegen der schönen Umgebung als Wohnort auserkoren. Ich habe sie gewählt, damit ich von Narren wie euch verschont bleiben würde. Lasst mich in Ruhe. Du siehst einen alten, in ein abgetragenes, zerschlissenes Gewand gehüllten Elf. Er scheint von deiner Gegenwart wenig angetan zu sein. Und dann, ja, beruhigt euch. Ich bin sicher, ich bin nicht hier, um euch zu stören. Ich suche nach einem Grab. Was für ein Unsinn, eine Reise zu unternehmen, nur um die Überreste eines Toten zu suchen. Ich wage es fast nicht zu fragen, aber nach wessen Grab sucht ihr eigentlich? Warum wagt ihr nicht zu fragen? Ich wage nicht zu fragen, weil ich die Antwort kenne. Es gibt nur einen guten Grund dafür, dass ein Narr sein Leben riskieren würde, um hierher zu kommen. Und das ist die Suche nach dem großen Nasruddin. Ihr habt recht, ich suche nach seinen sterblichen Überresten. Ah, auf der Suche nach dem großen Nasruddin. Ah, der große Nasruddin. Was war so großartig an ihm? Er war ein verdammter Narr, wenn ihr mich fragt. Ihr scheint recht bitter, was den alten Mann angeht. Was? Wie könnt ihr es wagen, alter Mann? Wisst ihr eigentlich, wovon ihr sprecht? Nasruddin war der weiseste und gütigste aller Elfen in der Geschichte Arkanums. Er hat uns alle gerettet, einschließlich euch. Ich schlage vor, dass ihr eure Kommentare besser für euch behaltet. Warum so aufbrausend? Du hörst genau zu. Oh, und ihr glaubt, dass ihr über Nasruddin Bescheid wisst, junger Mann. Wer seid ihr, dass ihr mich über diesen alten, wertlosen Elf belehren wollt? Ich höre immer noch genau zu. Nichtsnutziger! Oh, ich sollte. Nein. Ich werde mich nicht auf euer Niveau herablassen, alter Mann. Nasruddin hätte mit Leuten eurer Art mehr Geduld gehabt. Deshalb will ich es ihm gleich tun. Ich muss ihn nicht verteidigen. Ich höre immer noch genau zu. Oh, natürlich müsst ihr ihn nicht in Schutz nehmen, junger Mann. Der alte Elf war absolut unverbesserlich. Für Lebewesen von solch niedrigem Charakter wie ihn gibt es keine Entschuldigung. Ihr habt euch richtig entschieden, dass ihr für Leute wie Nasruddin nicht das Wort ergreift. Weiterhin zuhören. Ihr strapaziert meine Geduld, alter Mann. Noch ein schlechtes Wort über Nasruddin, und es könnte das letzte sein, das ihr in diesem Leben aussprecht. Haben wir uns verstanden? Immer noch lauschen. Euer Gewand, es erinnert mich an jemanden, den ich vor vielen Jahren einst getroffen habe. Ich kann mich nicht mehr an den Namen des jungen Mannes erinnern, aber er gehörte irgendeiner Religion an. Ich glaube, man nannte sie Panari.
Ihr seid also auch ein Panari-junger Mann? Also an und für sich hat er sein altes Gewand gar nicht mehr an, sondern eine Rüstung. Ich höre immer noch zu. Ja, ich bin ein Panari. Ich bin Virgil, ein neuer Schüler. Aber ich habe einen starken Glauben. Wer seid ihr? Immer noch zuhören. Ihr bezeichnet euch selbst als einen der Verteidiger und wisst nicht, wer ich bin? Wir lauschen immer noch. Oh, Meister, bitte vergib mir. Ich wusste nicht, ich meine, ich dachte, ihr wärt wiedergeboren worden. Seid gegrüßt, großer Nasrudin. Das ist jetzt aber eine Überraschung. Was, ihr seid Nasrudin? Ich würde sagen, in all meinem Glanz. Aber ich denke, davon ist nicht mehr allzu viel übrig. Aber ihr seid Nasrudin, ihr habt die Welt vor Arunax gerettet. Nein, ich habe die Welt Arunax ausgeliefert. Ich habe das System ins Leben gerufen, das er später als das Seine betrachtet. Ich habe ihm sogar meine elfische Arroganz zukommen lassen. Ich allein trage die Verantwortung für seine Taten. Das klingt ein bisschen dramatisch, findet ihr nicht? Arunax war für sein Handeln selbstverantwortlich. Er versteht das nicht. Er war mein Sohn. Ich habe ihn gelehrt, alles. Nur um dann zu sehen, wie sein jugendliches Temperament mit ihm durchging. Ich hätte es ahnen sollen. Es muss einen Weg gegeben haben, ihn aufzuhalten, bevor geschah, was geschehen ist. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was jugendlich bei Elfen bedeutet. Wahrscheinlich war er gerade mal 300 Jahre alt und kommt dann ins Flegelalter, ne? Ich kenne all diese Legenden. Könnt ihr mir erzählen, was wirklich passiert ist? Es begann im Zeitalter der Legenden. Ich war jung, eigensinnig. Ich glaubte, ich könnte mich der Welt entgegenstellen. Und ich tat es. Ich kämpfte für das Gute, um die niedrigeren Völker, wie ich sie hochnäsig nannte, vor dem überall herrschenden Chaos zu beschützen. Drachen, Dämonen, böse Zauberer. Ich habe gegen sie alle gekämpft und gewonnen. Und all das sogar noch vor den Tagen des Elfenrates. Wie ist der Elfenrat entstanden? Ich versammelte eine Gruppe idealistischer Magier um mich. Und wir bildeten einen Elfenrat. Zum Wohle aller. Wir haben wirklich daran geglaubt. Eine Zeit lang stimmte das wohl sogar. Ich glaube wirklich, die Zeiten änderten sich, als wir eine Möglichkeit entdeckten, Dinge aus dieser Existenzebene zu verbannen. Warum? Das war die ultimative Waffe. Sobald etwas aus dieser Existenzebene verbannt war, konnte es nie mehr zurückkehren. Ultimative Macht geht mit ultimativer Verantwortung einher und mit ultimativer Korruption. Wir waren schnell bei der Hand, um damit neue und immer schrecklichere Bedrohungen zu beseitigen. Den Fluch von Kree, Krakatur, Gorgoth, Kergan. Ja, da ist viel Wahres dran. Ultimative Macht geht mit ultimativer Verantwortung einher. Aber leider auch mit ultimativer Korruption. Das lehrt uns ja auch der Alltag, ne? Und das Weltgeschehen. Und welche Rolle spielt Arunax bei all dem? Irgendwann während dieses heldenhaften Gemetzels wurde mein Sohn erwachsen. Ich brachte ihn schnell im Rat unter, obwohl es Proteste wegen seines jugendlichen Alters und seiner Unerfahrenheit gab. Und dann ist alles über mir zusammengestürzt. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr all diesen von Selbstmitleid triefenden Unsinn hören wollt? Natürlich, aber was hat Arunax eigentlich so Schreckliches getan? He felt himself betrayed when the Council condemned his actions. He showed no remorse. In his arrogance, he was sure he would be vindicated. I cast the deciding vote to banish my own son. If I must die, I will be the last, he screamed as he hurled the spell that brought an end to the Council, the Age of Legends, and my will to live. It was a harsh dawn that morning on the plains of Brodgar, and it was there in the shadow of the Black Spire that our armies met in the most terrible battle that Arcanum has ever seen. Hmm?
As the sun set, only four of us were still alive to witness the destruction we had brought to pass. I found Aranax among the corpses of our decimated armies, and it was there that I condemned my own son to the void. Might that Aranax was subdued, and I watched my own son fall into the horror of the void. But such was the fury and power unleashed by this conflict that the very fabric of reality was torn asunder. With our remaining energy, we were able to seal the rift with powerful wards, and the Ring of Brodgar still stands today as a monument to my son's destructive pride and my own unforgivable failure. Ich hatte gerade einmal genügend Energie, um mich selbst mit einer regenerativen Hülle zu umgeben. So verblieb ich für 1000 Jahre. Niemand ist auch nur annähernd jemals so lange in einer Hülle gewesen. Irgendwie verlängerte mein magischer Winterschlaf mein Leben weit über die Lebensspanne selbst der mächtigsten Elfenmagier hinaus. Okay, also die Videosequenz, die war ja ziemlich abschlussreich. Dieser Ring von Rodgar bei Roseboro, den wir schon besucht haben, hat wohl eine zentrale Rolle gespielt bei der Verbannung von Aranax. Und ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, worum es ging. Ich kann jetzt natürlich das nicht im Nachhinein übersetzen. Es ist ein bisschen schwierig. Das Video war deswegen in Englisch, weil ich hier eine nachträglich eingedeutschte englische Version von dem Spiel habe, die ist sonst unter Windows 7 nicht laufweg. Da habe ich ziemlich herumtricksen müssen. Das ist auch der Grund, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, warum Teile von meinem Journal Englisch und andere Teile Deutsch sind. Jetzt aber zurück hierzu. Warum habt ihr euch dort über 1000 Jahre versteckt? Diese Welt da draußen ist nicht die meinige. Sie erinnert mich nur an mein Versagen. Jeder, den ich kannte, jeder, der mir am Herzen lag, ist nicht mehr. Ich selbst hätte schon vor langer Zeit sterben sollen. Abgesehen davon liegt es mir nicht besonders, als Gott verehrt zu werden. Ich kenne das Gefühl, die Panari glauben, ich sei eure Reinkarnation. Ihr tut mir echt leid. Ich habe von Manok seinen Vorgeschmack ihrer Heldenverehrung bekommen und ich kann euch sagen, dass es mir in keiner Weise geschmeckt hat. Das ist ein interessanter Standpunkt, wenn man alles so richtig bedenkt. Wartet! Wisst ihr beiden eigentlich, wovon ihr sprecht? Für euch mag es vielleicht eine interessante philosophische Diskussion sein, aber es geht hier schließlich um die Grundlagen der Panari-Religion. Ich glaube, das ist nicht der richtige Augenblick, Virgil. Ich meine, wenn ihr nicht tot seid, bedeutet das, dass ihr nicht seine Reinkarnation seid. Yep. Wo zum Teufel stehen wir anderen denn dann? Ist eigentlich irgendeine von den Prophezeiungen wahr? Haben wir Panari uns etwa die letzten 2000 Jahre nur etwas vorgemacht? Ja, lass ihn mal reden. Immer mit der Ruhe, junger Virgil. Ich kann mir vorstellen, wie ihr euch bei all dem fühlen müsst. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich euren Glauben verspottet habe. Leider habe ich nicht die Antworten, nach denen ihr sucht. Ja, weiter? Ich möchte nicht respektlos erscheinen, Nasruddin, aber wenn ihr schon keine Ahnung habt, was hier eigentlich los ist, dann erlaubt ihr mir wohl, dass ich auch meine Zweifel an der Rechtmäßigkeit meiner neu gefundenen Religion hege. Ja. Gut, Virgil. Wenn man eines im Leben lernen muss, dann das, alles in Frage zu stellen. Ich bin sicher, dass ihr am Ende die Antworten findet, die ihr sucht. Und ob es nun die Erfüllung einer Prophezeiung ist oder nur Zufall, würde das die Bedeutung unseres Lebens ändern? Würdet ihr anders handeln, wenn ihr wüsstet, was von beidem es ist? Ja, interessante Frage. Nein, das werde ich nicht.
Und ich werde das bis zum Ende durchziehen, egal was auch immer die Gründe dafür sein mögen. Vielen Dank, Nasruddin. Zumindest rechtfertigt eure Weisheit eine religiöse Gemeinschaft, auch wenn ihre Anhänger ein wenig zur Beschränktheit neigen. Ich bin gerührt. Hört Nasruddin. Ich erzähle ihm vom Aronnax. Ich fühle mich, als hätte ich all diese vielen Jahre, seit ich erwachte, darauf gewartet, genau diese Worte zu hören. Ich hatte gehofft, dass es niemals dazu kommen würde. Warum, Aronnax? Warum erkennst du nicht die Narrheit des Pfades, den du gewählt hast? Wie soll diese Situation bereinigt werden? Was soll ich nur tun? Es ist euer Sohn. Was werdet ihr tun? Zieht mich bitte nicht in eure Familienstrittigkeiten hinein. Leider ist es keine Familienstrittigkeit. Das wirkt sich auf ganz Arcanum aus. Also was soll ich nur tun? Es ist euer Sohn. Was werdet ihr tun? Ich fürchte, ich kann nichts tun. Ich bin alt und müde. Ich glaube nicht, dass ich heute gegen meinen Sohn bestehen könnte. Selbst wenn ich mir ein Herz fasste und es versuchen würde. Oh, der Elf ist alt. Gerade mal, was war das? 2000 Jahre müsste er schon alt sein, mindestens, ne? Wie kommt es, dass er nach all dieser Zeit immer noch so mächtig ist? Wir wissen nicht, wie das Leben in der Leere ist, wenn man das überhaupt als Leben bezeichnen kann. Wer weiß, welche Quellen der Macht auf der anderen Seite zu finden sind? Es muss eine Möglichkeit geben, ihn aufzuhalten. Mir fällt nur eine einzige mögliche Strategie ein, wie wir ihn jetzt besiegen können. Ihr müsst die Wendigrot-Maschine zurückholen, die für seine Vernichtung gedacht war. Jo, da waren wir ja schon in der Wendigrot-Wüste und in dieser Ruine. Das sollte eigentlich leicht sein, nachdem wir die Ruinen gesäubert haben, die Wendigrot-Maschine. Ihr sagt, die Wendigrot wurde zerstört. Das stimmt auch, aber nur auf der Oberfläche. Es gibt dort viele Katakomben und Tunnel, die unter der Erde liegen. Einige der Mitglieder versuchten, die Maschine zurückzuholen, um sie gegen Aronnax zu verwenden, aber sie sind nie zurückgekehrt. Wir waren gezwungen, ihn ohne sie zu bekämpfen. Und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Was tut diese Maschine eigentlich? Wirklich mächtige Magier besitzen genau wie ich die Fähigkeit, sich zu regenerieren, wenn sie schwer verletzt wurden. Wenn jemand mächtig genug ist, einen Zaubermeister schwer zu verletzen, wird sich der Magier in seine regenerative Hülle zurückziehen und stärker als je zuvor daraus hervorkommen. Die Maschine ist die einzige bekannte Möglichkeit, um eine regenerative Hülle zu zerstören. Und die Zerstörung des Magiefeldes vernichtet auch den Magier darin? Genau so ist es. Die Technologie der Maschine stört das magische Kraftfeld so, dass es der Hülle die Lebensenergie entzieht, anstatt sie zu regenerieren. Das ist ziemlich grausam, wenn man es genau betrachtet. Außerdem soll angeblich derjenige, der auf diese Weise getötet wird, für immer von dieser Welt getrennt sein. Und es soll keine Möglichkeit geben, ihn auf magische oder andere Weise zurückzuholen. Ja, wahrscheinlich ist die Frage ziemlich dämlich. Ich frage trotzdem, warum holt ihr die Maschine nicht zurück? Ich muss den Rest meiner Energie, die mir noch verblieben ist, aufsparen, um euch in die Leere zu verbannen, sobald ihr die Maschine zurückgebracht habt. Der Verbannungsspruch wird selten von einem einzigen Magier allein gesprochen, da dazu enorme Energie aufgewendet werden muss. Einen Moment mal, ihr wollt mich verbannen? Sicher. Wenn wir darauf warten, dass Aronnax die Schutzzauber durchbricht, fürchte ich, dass der Verlust an Leben unermesslich sein wird. Es sieht so aus, als würde wieder einmal alles an mir hängen bleiben. Wer hätte das gedacht? Die Ironie des Ganzen ist mir nicht entgangen. Man könnte fast glauben, die Prophezeiungen wären wahr. Wie es scheint, spielt ihr bei der Abwendung dieser Katastrophe eine entscheidende Rolle. Wenn all das doch nur nicht nötig wäre. Ich hatte gehofft, dass Aronnax, würde er jemals zurückkehren, sich seiner Fehler bewusst würde. Nach dem zu urteilen, wie er sich bei unserer Begegnung verhalten hat, würde ich sagen, dass das wohl kaum der Fall ist. Ja, es ist mir klar, dass er für sich selbst einen Weg gewählt hat, der nur zu seiner Vernichtung führen kann.
Was soll ich tun, nachdem ich die Maschine zurückgeholt habe? Ihr müsst mich am Ort der Schutzzauber treffen, am Ring von Brodgar, wie er wohl heute genannt wird. Die Barriere zwischen den Welten ist dort dünn genug für mich, um euch allein hindurchschicken zu können. Ich schlage vor, dass ihr so viele Helfer mitbringt, wie ihr rekrutieren könnt, da es nicht einfach werden wird, Aronnax zu besiegen. Ja, ich arbeite daran, also dann auf in die Wüste. Ich werde es tun, aber könnt ihr mir noch ein paar Dinge aufklären, bevor ich gehe? Muss das jetzt sein? Was bedrückt euch denn so? Das haben wir eigentlich schon geklärt. Aronnax hat eine Möglichkeit zur Rückkehr gefunden. Was? Was? Dazu? Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Du erzählst ihnen deine Geschichte. Ich fühle mich, als hätte ich all diese vielen Jahre, seit ich erwachte, darauf das gewartet, genau diese Worte zu. Ich fürchte, ich kann nichts tun. Ich bin alt und müde. Tja, ich glaube nicht, dass ich... Wir wissen nicht. Ihr fällt nur... Das stimmt auch, aber nur auf der Oberfläche. Das haben es wir gibt noch nicht dort gefragt. Viele Katakomben und Tunnel, die unter der Erde liegen. Einige der Mitglieder versuchten, die Maschine zurückzuholen, um sie gegen Aronnax zu verwenden, aber sie sind nie zurückgekehrt. Wenn ich das wir waren gezwungen, ihn ohne sie zu bekämpfen. Ja. Und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Ist ja gut. Ich fürchte, wenn ich das jetzt antworte, dann breche ich ab, also... Wirklich, genau so ist es. Ihr müsst die Ruinen von Wendigroth suchen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja, ist schon nicht. Gut. Was hat sich denn jetzt ergeben? Ich habe gehört, dass die Wendigroth-Maschine... Warte mal... Ja, das haben wir eben gerade geklärt. Das brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht vorlesen. Retrieve the Wendigroth Device and meet us within in the Ring of Brodgar. So, ist recht. Gut, hier mache ich mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.